Huhu, was machen Sachen? Heute gibt's mal lustige Tiergeschichten. Ich habe gedacht, ich mal einen süßen Waschbär. Da kann man noch irgendwas zu Tieren dazu sagen. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau in einem Zoofachhandel mit eigener Zucht und habe auch viele Tiere. Also da gibt's einiges, was man erzählen kann. Ja, fangen wir einfach mal mit ein paar Verkaufsgeschichten an. Das ist eigentlich immer ganz lustig, was manchmal so im Verkauf passiert. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wie gesagt, war in einem Zoofachhandel, wir hatten eine eigene Zucht, dementsprechend auch Tiere, viele Tiere, unterschiedliche Tiere, Nager, Vögel, Aquaristik, Terroristik, war alles vorhanden. Und wir hatten auch alle von allem so eine Ahnung. Jeder hatte sein Steppenpferd, aber die Basics von jedem Tier hat jeder gekonnt. Da gab es halt auch unter anderem sehr seltsame Kunden, wie es die halt überall im Verkauf gibt. Da muss man sich so Geschichten anhören wie, wir wären ja so asozial, weil die Kinder nicht mit den Kaninchen spielen dürften. Es war eine Dame, die ist einfach reingekommen, setzt ihre Kinder, die waren so zwischen 3 und 5, einfach bei uns in die Anlage mit den Kaninchen. Die Tiere natürlich komplett ausgerastet, weil auf einmal Kinder drin sitzen, die sie hinterherlaufen. Fanden jetzt nicht so gut. Wir haben die Dame höflich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Kinder da nicht rein dürfen, dass da eine Scheibe und eine Kinder nicht ohne Grund davor ist. Die Dame fand das jetzt nicht so plausibel und auch nicht so gut, beschimpfte uns aufs Wüste, dass wir asozial wären, wie ungerecht das wäre, die Kinder möchten nur die Kaninchen kennenlernen. Ja. Nach einer Weile musste sogar der Chef endlich kommen, um der Dame zu erklären, dass die Kinder da raus müssen. Unsere Kaninchen waren komplett, die Kaninchen war durch diese Aktion so geschockt, die haben wir dann erstmal die nächsten Tage nicht mehr nach draußen gesetzt. Die haben dann in der Quarantäne hinten ihren Platz gehabt, dass sie sich beruhigen können. Weil Kaninchen sind sehr stressanfällig, gerade was das angeht. Das ist echt nicht gut für die armen Tierchen. Und die Dame hat es bis zum Schluss nicht eingesehen und ist wütend rausgegangen, weil wir ja so ungerecht wären und die Kinder dürfen nicht mit den Kaninchen spielen. Dass die beinahe einen Herzinfarkt kriegen, die Kaninchen, ist ja dann egal. Sind ja nur Tiere oder so. Keine Ahnung, was die Dame sich gedacht hat. Und was auch immer wieder sehr oft passiert ist, von Menschen, die sich selbst sehr wichtig halten. Wir sind im Laden mit so 2, 3 Verkäufern und es ist halt, wir haben wenig Kunden. Meist sind es halt wirklich Kunden, die zu uns kommen, die Beratung wollen. Kam auch öfters mal einer, der hielt sich bis für besonders wichtig. Alle Kollegen waren in einem Kundengespräch. Das heißt jetzt nicht, dass wir stundenlang mit dem Kunden reden. Wir erklären was. Öfters ist dann, der Kunde schaut sich nochmal um und derzeit kann man zwischenzeit auch mal kurz nach anderen Leuten gucken. Aber es gibt immer wieder Leute, die kommen rein und wollen jetzt sofort direkt bedient werden, alles stehen und fallen lassen. Teilweise hat man es auch, reinigen die Aquaristik und Herrschaften kommen rein. Sollst dich jetzt sofort um die kümmern, dass du jetzt gerade da Wasser ablässt oder auffüllst, ist egal. Du musst sofort aufhören und sofort nach ihnen gucken, dass in der Zeit das Wasser halt überläuft oder leer läuft, ist vollkommen egal, weil sie sind wichtig. Ich weiß nicht, wie man sich selbst so wichtig nehmen kann, dass man von anderen Leuten verlangt, dass man sofort nach ihnen guckt. Wie Kinder, so kleine Kinder im Kindergarten oder so. Guck jetzt nach mir, sonst mache ich was kaputt. Oder man ist halt, wie gesagt, im Kundengespräch mit einem anderen Kunden, kommen rein. Ja, jetzt gucken Sie jetzt mal nach mir. Ich habe auch eine Frage, ich will auch was wissen. Aber auch so unhöflich und penetrant, das verstehe ich nicht. Sondern auch meistens immer Kategorie, ja, ich habe einen Anzug an, ich kann mir das leisten. Ich, was weiß ich, verdiene mehr wie du, ich darf das. Ich verstehe halt nicht, wie man sich selbst so wichtig nehmen kann. Das wird die ganze Welt um einen selbst drehen. Es ist jetzt auch nicht nur auf die Tiere bezogen, sondern irgendwie auf alles. Das haben wir in der Tankstelle auch. Leute kommen rein. Einer ist am Bezahlen mit der Karte und da kommt einer rein, haut einem das Geld auf den Tisch und will wieder verschwinden. Das funktioniert ja auch so nicht. Zumal, ich sehe ja den Betrag nicht, den er getankt hätte. Zumal, ich weiß ja nicht, welche Zapfsäule. Wir haben zum Glück nur 4, es ist übersichtlicher, aber das geht doch gar nicht. Und was haltet ihr davon? So, wieder zurück zu Tieren. Wir hatten nochmal einen sehr faszinierenden Vorfall, wo es ums Thema Hunderassen geht. Geht, ist auch mal wieder ein beliebtes Thema. Hatten wir einen Kunden, der hat einen Mini-Bulli, also einen Mini-Bull-Terrier. Das war echt ein total süßer. Der hat auch diese komplett deformte Schnauze nicht gehabt, sondern hier eine normale und nicht diese nach unten gezogene Schnauze. Der Hund liegt da in seiner Ecke, schläft, löst vor sich hin. Kommt eine Dame hinein. Dann kommt eine Dame rein mit einem kleinen, was war es? Ich glaube, ein Chihuahua war es. Ich bin mir nicht mal so sicher. Ist jetzt schon 3 Jahre her. Aber es war halt ein sehr kleiner Hund. Ich glaube, es war ein Chihuahua. Kam rein, sieht den doch so super gefährlichen Hund hinter der Ecke schlafen. Macht ein Riesentheater, warum dieser gefährliche Hund denn bei uns im Laden freilaufen würde. Ja, dieser gefährliche Hund, der hinter der Ecke schläft und total
träumt, guckt, was jetzt los ist, warum da jemand schreit. Haben die Dame dann beruhigt, haben dann den Hund angeleint, dass er dann angeleint in seine Ecke schlafen kann. Gut, das Angeleint kann ich ja noch verstehen. Hund gehört angeleint, ja, hatte schon ein bisschen recht. Nur was danach passiert, ist halt mir völlig unbegreiflich. Nachdem wir endlich diesen doch total bösen und aggressiven Hund angeleint haben, kam sie, setzt ihren kleinen süßen Hund auf den Boden. Was macht dieser kleine süße Hund, der nichts Böses tut? Geht zu meiner Kollegin und beißt ihn in die Ferse. Ja, super. Dann kam von ihr, ja, der will nur spielen, der macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, der ist ja klein. Ein Hund soll nicht beißen, egal ob klein, groß, Listenhund oder nicht. Obwohl Mini-Bulli zählen. Zählen jetzt Listenhund? Ich weiß es jetzt aus dem Stegreif gar nicht. Ist ja auch egal. Hund beißt nicht, Punkt. Hat ein Riesentheater gemacht, dass der ach so böse Hund eingeleint wird und ihr kleiner Hund beißt als erste Aktion erstmal die Mitarbeiter. Vollkommen normale Reaktion, würde ich sagen. Und das ist ja nicht so schlimm, weil der Hund ist ja klein. Ist ja ein kleiner Hund. Ist ja ein Hundchihuahua. Dieses Denken ist mir auch irgendwie nicht klar. Der böse Hund, der da hinten in der Ecke schläft, der darf das nicht, weil der ist eine Rasse, die gefährlich ist. In Anführungszeichen. Und der kleine Chihuahua, der ist ja nicht gefährlich, aber der darf die Leute beißen. Weil der ist klein. Der ist ja nicht gefährlich. Und das Beißen tut ja auch nicht weh. Nee. Manche Leute sind mir unbegreiflich. Eine Geschichte, die finde ich persönlich super witzig. Ich war auch im Laden. Da kam ein Mann herein. Ein Schrank von einem Mann, der war so hoch wie breit. Also der hatte gut Volumen. Kam er rein, hat dann noch ein bisschen hin und her geredet. Meinte er, ja, mein Hund, der lässt mich nicht auf die Couch. Was könnte er dagegen tun? Gut, ich habe mir gedacht, wird halt erstmal ein großer Hund sein, so Labrador oder noch größer. Wenn der Hund auf der Couch ist, ist die Couch weg. Nach mehreren Minuten umher und dann habe ich ihm auch empfohlen, er soll doch mal mit dem Hund in die Hundeschule gehen. Kam er mit diesem Hund, der den großen Mann nicht auf die Couch lässt. Das war ein Rehpinscher. Der Hund hat in seine Hand gepasst. Und dieser kleine Hund lässt so einen großen Kerl nicht aufs Sofa. Das fand ich sehr lustig. Auch, dass sich dieser Berg von einem Mann von so einem kleinen Hund herunkommandieren lässt, dass er nicht auf die Couch kommt. Ich weiß nicht, was dieser Hund so getan hat. Weil den nimmt man hoch und setzt ihn auf den Boden. Problem gelöst. Naja. Ich fand aber diesen Moment total lustig. Wir hatten in unserem Laden vorne alles zu mit Regalen. Und man hat einfach nichts gesehen, bis auf die Füße an manchen Stellen. Ist erst der Mann, also man meint, ja, er könnte ja mal den Hund reinholen, dann könnte ich den ja auch kennenlernen. Sag ich, ja, hab nichts dagegen, Hund kann ja immer mitbringen. Wir sind ja ein Zufachladen, Tiere sind willkommen. Ich sehe ihn zum Auto gehen, sehe die Füße, sehe ihn wiederkommen. Sehe aber keine Hundefüße. Ich sehe, tricht er den jetzt? Das wird aber schwierig. Kommt um die Ecke und hat einfach diesen Mini-Hund dabei. So ein ganz, ganz klein. Der einfach diese Relation zwischen großer Mann und so einem Mini-Hund. Mit der Erwartung, ja, wie gesagt, ich hatte ja erwartet, da kommt jetzt ein großer Hund, was weiß ich, Labrador, Dogge, was weiß ich, kommt durch die Tür. Und dann ist das so ein ganz kleiner. Und dieser kleine Hund lässt den großen Mann nicht auf das Couch. Ich finde, ich hätte auch gerne dieses Bild gesehen, wie dieser große Mann da steht, verzweifelt auf die Couch will. Und der böse kleine Hund ihn nicht drauf lässt. Keine Ahnung, er hat gebellt oder geknurrt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wie gesagt, alles schon ein bisschen her. War noch am Anfang der Ausbildung, ich glaube, das ist jetzt auch schon, ja, 4 Jahre her, 5 Jahre her. Das ist echt schon ein Weilchen her. Aber es gibt immer ein paar so lustige Geschichten. Ich werde euch auch noch ein paar andere Geschichten erzählen. Über generell Verkauf, da passiert so viel. Ich habe Storys gesammelt, das ist unglaublich. Aber ich glaube, das war es jetzt fürs Erste. Sonst würde das Video auch so lang. So lange will ja keiner zuhören, oder? Ich glaube, ich bin schon über die 10 Minuten drüber. Naja. Wie dem auch sei, danke für die Aufmerksamkeit. Man hört sich später. Tschüss.